Hey zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um mein Reading Journal Setup vom Jahr 2021, also dem, was ich im letzten Jahr benutzt und definitiv auch lieben gelernt habe. Starten wir einfach mit der ersten Seite. Und zwar haben wir hier mein Inhaltsverzeichnis. Da ich dieses Notizbuch hier plane, über mehrere Jahre hinweg zu verwenden, wollte ich einfach gerne das Inhaltsverzeichnis hier führen und habe einfach ganz simpel, wie ein Inhaltsverzeichnis eben funktioniert, meine einzelnen Sachen hier eingetragen, damit ich dann eben später leichter zu den einzelnen Abschnitten finde. Ich denke, das ist recht selbsterklärend. Dann geht es hier auch schon los mit dem Deckblatt. Das spiegelt hier leider ein bisschen, aber das ist so ziemlich gleich aufgebaut, wie ich es auch dieses Jahr gemacht habe. Ich habe hier so ein bisschen meine Titelseite, Lesejahr 2021. Und hier haben wir die Seite für die Jahreshighlights, die Shame on me noch nicht ausgefüllt ist. Das werde ich aber auf jeden Fall noch machen. Ich habe mein Jahreshighlights-Video ja sogar schon hochgeladen. Da muss ich dann nur noch die Cover ausdrucken und die werden dann auf jeden Fall hier noch eingeklebt. Dann haben wir hier meine Seite mit den gelesenen Büchern. Wie ihr seht, habe ich da einfach alle Titel, die ich dieses Jahr gelesen habe, ganz simpel aufgelistet. Bisschen blöd finde ich, dass diese Seite hier frei geblieben ist. Das habe ich auf jeden Fall in diesem Jahr auch anders gemacht. Ich bin kein Fan von freien Seiten. Deswegen habe ich auf jeden Fall versucht, das zu vermeiden. Das ist hier halt so ein bisschen schief gegangen. Ich wollte die Seite einfach freilassen, falls ich eben mehr Platz brauche als nur die eine Seite. Im Nachhinein hätte ich dann vielleicht das hier einfach hier rüber gemacht, aber es ist jetzt okay, es ist kein Weltuntergang. Vielleicht klebe ich irgendwann nochmal irgendwas da drauf oder so, keine Ahnung, aber alles in allem mag ich die Seite sehr gerne, weshalb ich die ja auch in mein nächstes Setup mit reingenommen habe. Dann haben wir hier meine Subseite. Wie ihr seht, konnte ich hier meine Doppelseite nicht ganz ausnutzen, womit ich aber auch absolut kein Problem habe. Ich bin ja kein Fan davon, einen hohen Sub zu haben und deswegen reicht mir da auch eine Doppelseite. Ich habe das in meinem Setup für dieses Jahr genau so gemacht und bin damit sehr, sehr gut klargekommen. Ich schreibe die Bücher einfach auf, mache ein kleines Kästchen davor und dann gibt es wirklich nichts Schöneres, als dieses Kästchen abzukreuzen, wenn man das Buch beendet hat. Ich liebe diese Seite. Dann haben wir hier meine Read vs. Haul-Tabelle. Da trage ich jeden Monat ein, wie viele Bücher ich gelesen habe, wie viele ich gekauft habe und wie viele Bücher auf meinem Sub sind. Also das ist eigentlich nur eine ganz simple Übersicht. Hier in der letzten Spalte habe ich dann nochmal die totale Zahl. Also ich habe insgesamt 30 Bücher gelesen, 23 Bücher nur gekauft, was ich echt cool finde. Und mein Sub ist um 11 Bücher gewachsen. Genau, und dann haben wir hier auf der anderen Seite direkt auch meine Neuzugänge. Auf dieser Seite notiere ich mir immer den Preis der Bücher, denn dafür dient diese Seite auch eigentlich nur, damit ich mir dann am Ende des Jahres ausrechnen kann, wie viel Geld ich für Bücher ausgegeben habe. Hier schreibe ich dann logischerweise den Titel hin, beziehungsweise wenn ich eine Bestellung gemacht habe mit mehreren Büchern, wie zum Beispiel hier, Rebuy oder Avell, dann schreibe ich mir da in Klammern die Anzahl der Bücher hin, die das eben waren, damit ich da nicht so viel Platz brauche. Und hier an den Rand schreibe ich mir dann noch, in welchem Monat ich den Kauf getätigt habe, damit ich das hier eben dann am Ende zuordnen kann. Genau, eine sehr simple Seite, die für mich aber super gut funktioniert. Ich schreibe hier nur die Bücher auf, die ich mir selber gekauft habe. Also keine Bücher, die ich mit Gutschein bezahlt habe oder die ich geschenkt bekommen habe, keine Rezensionsexemplare, weil diese Seite für mich nur dafür dient, zu schauen, wie viel Geld ich bezahlt habe. Ja, und dann geht es ja auch schon los mit meinen Monatsübersichten. Ich vermisse an dieser Stelle hier so ein bisschen ein Deckblatt. Ich finde, es geht so ein bisschen abrupt los. Deswegen werde ich mal schauen, wie ich das dieses Jahr mache, ob ich mir da noch ein Deckblatt für die Monatsübersichten gestalte, damit man so ein bisschen sieht, dass jetzt so der neue Abschnitt anfängt. Wie ihr seht, habe ich mir hier immer die Bücher eingeklebt, die ich in dem Monat gelesen habe. Hier ist leider sehr viel Platz frei geblieben. Da hatte ich nichts mehr, was ich da einkleben konnte, aber das ist auch nicht so schlimm. Und dann schreibe ich mir zu jedem Buch immer den Titel auf. Wenn es eine Reihe ist, natürlich auch, welcher Band das ist. Am Anfang war ich noch sehr motiviert und habe mir dann auch immer noch aufgeschrieben, wie lange ich das Buch gelesen habe. Also zum Beispiel Nevernight vom 30. bis zum 9.1. Das habe ich dann aber irgendwann nicht mehr richtig hingekriegt, weil ich halt eben nicht jedes Mal in den Kalender geguckt habe, wann ich ein Buch angefangen und wann ich es beendet habe. Aber ist auch gar kein Problem. Rückblickend finde ich es allerdings sehr interessant, das zu sehen, wie lange ich für manche Bücher gebraucht habe. Dann in der nächsten Spalte kommt noch immer der Autor dazu. Ich meine, im Prinzip kann man auch alles vom Cover ablesen, aber ich fand es ganz gut, das nochmal daneben zu notieren.
Und die Seitenanzahl schreibe ich immer dazu, weil ich eben auch am Ende des Jahres dann die Seitenzahl zusammengerechnet habe, wie viele Seiten ich insgesamt im ganzen Jahr gelesen habe. Und das finde ich sowieso immer ganz cool zu sehen, weil man dann auch die Monate miteinander vergleichen kann, wo man mehr dicke Bücher gelesen hat, mehr dünne Bücher. Das mag ich einfach ganz gerne, mir das aufzuschreiben. Und dann habe ich immer noch ein bisschen was zu den Büchern aufgeschrieben. Ihr werdet sehen, dass ich das über das Jahr hinweg verteilt immer anders gemacht habe. Also zu Nevernight zum Beispiel ist das hier nur 4 Zeilen, ganz wenig. Zu Was perfekt war, habe ich dann schon viel mehr geschrieben. Also ich habe das immer so ein bisschen nach Lust und Laune gemacht. Und das ist auch genau das Konzept meines Journals, dass ich eben nicht so einen Druck dahinter habe. Ich muss jetzt eine halbe Seite Rezension zu dem Buch in meinen Journal schreiben, sondern dass ich einfach so viel Platz habe, wie ich möchte, ich ihn halt aber auch nicht nutzen muss. Und das liebe ich sehr, sehr an meinem Konzept, weil das für mich total den Druck rausnimmt und ich dadurch viel mehr Lust habe zu journalen. Wenn ich keine Lust habe, einen Text zu dem Buch zu schreiben, schreibe ich mir halt nur die Randdaten dazu auf. Das ist dann auch kein Problem, Hauptsache ich habe es hier drin festgehalten und ja, das liebe ich total und wenn man dann so einen Text dazu geschrieben hat, freut man sich im Endeffekt so sehr darüber, weil da irgendwie total tolle Erinnerungen drin stecken und ich kann mich dadurch immer richtig gut an die Bücher zurückerinnern, wenn ich einfach so eine kleine Rezension schreibe, was mir gefallen hat und was nicht, was meine Gefühle zu dem Buch sind. Genau, und so geht es auch eigentlich die ganzen Monate über weiter. Das ganze Papier, was ich auch in meinem Setup für 2022 benutzt habe, ist aus einer Sonderausgabe der Flow, die heißt Book for Paper Lovers. Ich packe euch den Link sehr gerne einmal unten in die Infobox, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Die Ausgabe, die ich hier habe, ist von 2019, glaube ich. Die gibt es nicht mehr. Aber es gibt eine aktuelle, die sieht auch wunderschön aus. Ich habe das sehr geliebt, weil ich meine Monatsübersichten dadurch halt immer so ein bisschen bunter und lebendiger gestalten konnte. Und wie man hier sieht, auch immer so ein bisschen Platz einnehmen konnte, wenn die Seite nicht voll wurde. So, und hier seht ihr jetzt auch schon langsam, dass ich mit der Zeit immer mehr Spaß dran hatte, wirklich viele Gedanken zu den einzelnen Büchern aufzuschreiben. Irgendwie hat mir das total viel Spaß gemacht, das ganze Buch nochmal zu reflektieren und meine Gedanken auf dem Papier festzuhalten. Und es gefällt mir einfach so gut daran, dass ich mir da diese Freiheit gelassen habe. Im Dezember ist es völlig ausgeartet. Da habe ich tatsächlich zu jedem Buch, das ich gelesen habe, eine ganze Seite geschrieben. Und das finde ich rückblickend auch super, super schön. Vor allem, weil man dadurch halt auch so ein bisschen mehr Platz einnimmt. Ein Lesemonat nicht nur eine Doppelseite ist, sondern man so ein bisschen mehr zu gucken hat. Das sieht einfach nach ein bisschen mehr aus. Und das finde ich auch irgendwie schön, weil ich möchte natürlich mein Journal auch irgendwie voll kriegen. Das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber am Ende hätte ich doch schon gerne ein total gefülltes Buch mit schönen Erinnerungen an meine Lieblingsbücher. Und deswegen, ja, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich auch im kommenden Jahr jetzt motiviert sein werde, immer so schöne, lange Texte zu schreiben. Ja, und dann sind wir hier auch schon bei der letzten Seite angekommen. Hier ist meine Reflexionsseite. Wie ihr seht, ist die auch noch leer. Ich bin noch nicht dazu gekommen, meinen Text der Jahresreflexion hier aufzuschreiben. Die Seite dient einfach dazu, das Lesejahr so ein bisschen zu reflektieren, vielleicht auch meine Leseziele für das nächste Jahr, für 2022 festzuhalten. Und das werde ich auf jeden Fall noch nachholen. Hier ist dann mein Jahresrückblick in Zahlen sozusagen. Ich habe hier einmal notiert, wie viele Bücher ich insgesamt gelesen habe. Das waren 30. Dann habe ich hier aufgeschrieben, wie viele Bücher ich durchschnittlich pro Monat gelesen habe. Das waren dieses Jahr 2,5. Und ich war so überrascht von der Zahl, weil ich das total wenig finde. Also nur 2,5 Bücher finde ich schon irgendwie
Weiß ich nicht. Ich hätte ich nicht damit gerechnet. Und ich habe mir auf jeden Fall für dieses Jahr jetzt vorgenommen, dass der Schnitt ein bisschen wächst. Also so eine 3 hätte ich da schon gerne vorne stehen. Dann habe ich hier notiert, wie viel Geld ich insgesamt ausgegeben habe. Das waren 186 Euro. Und das ist für meine Verhältnisse wirklich super, super gut. Ich hatte schon Jahre, da habe ich über 400 Euro für Bücher ausgegeben und ich bin so, so stolz auf mich, dass ich das im letzten Jahr geschafft habe, so stark zu reduzieren und ja, auf so eine doch ganz annehmbare Summe zu kommen, wie ich finde. Und dann habe ich mir hier aufgeschrieben, wie viele Hörbücher ich über das ganze Jahr hinweg gehört habe. Finde ich auch ein bisschen mager. Ich will auf jeden Fall, dass es dieses Jahr auch noch ein paar mehr werden, damit sich erstens BookBeat mehr lohnt und zweitens ist Hörbücher hören aber auch so schön. Ich weiß gar nicht, warum das so wenig waren, aber fand ich einfach auch ganz interessant, rückblickend festzuhalten. Dann haben wir hier die Seiten. Wie ich eben schon gesagt habe, habe ich mir meine Seiten zusammengerechnet, die ich insgesamt im Jahr gelesen habe. Das waren in diesem Jahr 12.572. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich habe ehrlich gesagt auch da gedacht, dass es ein bisschen mehr gewesen wären. Im Schnitt sind das 35 Seiten pro Tag. Das wiederum finde ich ganz okay. Also, ja, ist in Ordnung. Generell habe ich aber sowieso mir vorgenommen, alles, was hier steht, so ein bisschen zu erhöhen. Es soll einfach alles ein bisschen mehr werden, außer das mit dem Geld, das darf ruhig so bleiben. Ich möchte einfach im kommenden Jahr wieder mehr lesen. Und dabei geht es mir auch gar nicht darum, dass ich unbedingt so eine hohe Zahl haben möchte, damit ich sagen kann, boah, ich habe 10 Bücher gelesen im Monat. Darum geht es mir gar nicht, sondern einfach darum, dass es so, so viele Bücher gibt, die ich unbedingt gern lesen möchte, so viele Geschichten, die ich entdecken will. Und in dem Tempo ist es halt einfach schwierig, ja, das in so einem hohen Maße zu machen, wie ich es gerne tun würde. Ja, und dann habe ich mir hier zuletzt noch aufgeschrieben, wie viele Subbücher ich am Anfang vom Jahr hatte und wie viele am Ende. Anfangs waren es 6, am Ende waren es 17. Krasse Steigerung auf jeden Fall, aber ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das jetzt in den ersten Monaten von 2022 erstmal radikal wieder abzubauen. Das heißt Kaufverbot für Emma. Aber ja, das finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool, so das im direkten Vergleich zu sehen. Ich habe hier noch einen kleinen Pfeil hingemalt, der symbolisieren soll, dass es halt gestiegen ist. Ja, das war mein Reading Journal Setup 2021. Wie ihr seht, noch nicht ganz vollständig, aber sobald ich das gemacht habe, werde ich es euch auf jeden Fall auch nochmal zeigen, vielleicht in einem Vlog oder auf Instagram. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit diesem Video und mit meinem Journal. Vielleicht fangt ihr ja dieses Jahr auch mit einem Reading Journal an und braucht noch ein bisschen Inspiration, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass dieses Konzept hier für mich total gut funktioniert, aber das nicht bedeutet, dass es das auch für euch muss. Also probiert einfach ein bisschen rum, experimentiert, schaut, was für euch am besten klappt. Ja, und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz wunderschönen Tag und macht's gut. Ciao!